Mein Gott, ich habe jetzt so lange nicht mehr gemacht. So, das. Genau, passt. Alles gleich. Oh. 5,6. Okay, passt erstmal. Jetzt schweben natürlich gleich wieder unsere Gleise. Ja, gut, genau, das ist dieser halbe Meter so in etwa. Das können wir jetzt probieren. Erstmal normal mit dem Boden das zu verbinden. Aber das wird halt natürlich, ne, hier ist Ende. Das heißt jetzt. Fünfundfünfzig Komma sechs fünf 955, sechs fünf. Ich muss mir das hier aufschreiben. Jetzt war Stehenpunkt. Sechs fünf. Genau das gleiche müssen wir auch hier an dem Ende machen. Das ist allerdings schwieriger, das wirkliche Ende zu finden. Ich habe ja an beiden Seiten den Bogen. Dann ziehen wir den mal hier raus. So, und jetzt soll es einfacher sein. Oh, hier sind so viele Pfeile, ne? Da den richtigen zu erwischen, zu finden. Das wird niemals klappen. Ja, oh, da. 955, jetzt, Komma 6, 5. Und jetzt brauche ich den hier. Na komm. Da war's. Och Mann. Komma 6, 5. Sechs fünf. Passt. Das passt erstmal. Jetzt wird es allerdings schwieriger. Nee, gut, klappt auch. So, das Teil muss nur mitkommen. Daran scheitert es. Daran scheitert es absolut. Jetzt. Na, ach mein Gott. Bis hier hoch jetzt. Genau. Oder auch ne? Oh, so. So, passt. Wackelt und hat Luft. Okay, da müssen wir hier. Macht man das jetzt hier am blödesten? So. Geht das so? Ja, geht. Geht, geht. Geht, geht, geht. Hier müssen wir jetzt den Untergrund anpassen. Gut. Aber ja, gucken dann halt trotzdem noch die Gleise so raus. Die Gleise, also die Gleise, die schweben halt hier noch. Brauche ich jetzt eine Lösung? Weil ich kann hier ja nicht mehr die von SAD verwenden. Weil da ja die Figuren nicht zeitgemäß sind. Die sind da ja die heutige Zeit. 2 ab, also 21. Jahrhundert. Genau, deswegen schweben hier die Gleise. Kacke. Das Uhr, was kann man da hier ransetzen?
Brauchen wir also irgendeinen Bahnsteig oder irgendwas, was aber keine Figuren drauf hat, sodass wir dann uns das selber draufsetzen können. So, was sind denn das hier für Teile? Bahnsteige, keine Ahnung jetzt von was, aber die sehen alle nicht so schön aus. Baumreihe, Tannen wollen wir nicht, das sind alles Kulissen. Hecken. Ne, das sind Draht, ich spiele das am besten aufs Spiel ab. Erstmal speichern. Plattform. Aha. Da haben wir es doch schon. Plattform 3 also. Okay. Ja, jetzt ist noch die. Ah, ne, okay, nee, ist nicht die Frage. Wir sehen es ja noch, wo unser Grün ist. Ich will hier nichts abschneiden. Ich will Plattform setzen. So, von hier bis nach hier. Den hier. Die 3 haben wir gesagt. Chaka. 3 hat man gesagt. Chaka. 3 hat man gesagt. Chaka. So. Schwebend der? Die schweben. Stellen erstmal um auf die ordentlichen Pfeile. Ja. Pa, passt mir ganz. Müssen ein Stück zurück. Das ist halt die Sache mit den unterschiedlichen Radien natürlich. Jetzt sieht es besser aus. Okay, hier guckt noch ein bisschen was raus. Hier kann man auch noch dicht drunter gucken. Da müssen wir dann noch mal was Grünes drunter setzen. So, jetzt haben wir quasi den Bahnsteig gesetzt. Jetzt ist es aber allerdings halt eine hier unter den Mauerobjekten. Oder Szenerie, also für mich ist das hier eine Mauer, die auf dem Bild ist. Jetzt brauchen wir also noch Mannequins, die dann auch einsteigen wollen. Bahnsteige. Großbritannien. Das werden aber alles frische Bahnsteige sein. Das auch noch. U will ich haben. Und da 50er. 50er. Achso, das können wir ja auch wieder. So machen wir gerade eben. Hier langziehen. So die hier. So die hier. 50er. Platz. Platz. Jetzt, ach so, na gut, das müssen wir gleich klären, wie ich das hier hinbekomme. So, jetzt sind noch die Füße im Boden. So, erst jetzt, wenn man das Netz sieht, sollte es klappen. Und doch, kriege ich. Und das so. Ja, jetzt ist nämlich ja noch das Problem, dass sobald ein Wagen an dieser Schnittkante hier steht, steigen da keine Fahrgäste ein. Das heißt jetzt, wir müssen noch die Schnittkante wegbekommen. Und das muss ich jetzt erstmal raus ausprobieren, wie. Ja, jetzt ist halt das alles, obwohl, das kann ich ja wegmachen. Erst was kann ich ja nachher wieder einfügen. Und drunter, das ist mir ja egal, ob da eine Schnittkante ist oder ne. Hier muss es aber klappen. Ich müsste halt jetzt hier nahtlos anschließen. Und das ist leichter gesagt als getan. 50er. Nee. Genau, guck mal, wenn ich jetzt so hier dran gezogen habe, dann klappt das.
das keine Schnittkante ist. Wir wollen ja aber jetzt einen Übergang. Machen wir so. Geht doch hoch. Das sieht ja keiner. Das sind ja wirklich bloß die Bereiche, wo sich Figuren drin bewegen könnten. Und unten drunter als Textur sind halt hier diese Bahnsteige jetzt entstanden. Ich glaube zum Beispiel, ne, wenn das hier mal diese 5 cm hier übersteht, dass da jetzt wirklich einer unbedingt lang sappt. Und selbst wenn, na dann sappt er halt im Gleis rum. Wir gucken mal, ob welches Sporn. Genau. Das ist schon mal eindeutig, Mann mit Hut ist nicht zeitgemäß für unsere heutige Zeit. Passt also.